Ja, und damit herzlich willkommen zurück beim Transportgiganten. Moin Moin, Liefliet noch daher gesagt. Mit mir dabei, ihr habt ihn schon lachen hören, der Dagumi. Hallöchen zusammen. Ja, wir sind Jutruppe. Also, ja. Das ist vorwärts, nicht, dass wir keinen Spaß hätten. Kaum ist Mitternacht vorbei, schon sind wir Jutruff. Kaum stellen wir fest, dass wir einfach durchaufnehmen, bis es wieder Tag wird, weil Anno eh schon die ganzen Abend verschlafen hat. Na, Spaß. Hey, das muss keiner erfahren, dass ich versehentlich eingepennt bin. Hab ich auch nicht gesagt. Also, nein. Das später rausschneiden oder so. Gut, ja klar, wird auch total einfach sein. Gut, aber sei es drum. So, wir hatten jetzt zuletzt hier hinten so ein bisschen gebaut. Ja. In Vorderberg. Vorderberg oder in Vorderberg? Das meinst du mir. Ja. Ich schaue nur mal ganz kurz, ob wir hier. Ja, doch, die Verbindung gibt es auch schon. Post und Touris. Ist auch alles da. Ist alles da. Super. Du weißt, es hat mal was gefehlt. Oh, so eine Kleinigkeit, so ein Bahnhof. So, ein so ein Strommast halt. Ja, ja. Ist jetzt die Frage, wo gehen wir denn jetzt eigentlich mal hin? Ich würde nämlich ganz gerne mal. Ich meine, wir haben jetzt wirklich sehr viel. Das Rote hier ist ja alles Zuglinie. Ja. Sehr intensiv. Ich würde ganz gerne mal, dass wir mal einfach mal uns irgendeine Industrie raussuchen und einfach mal irgendwo so eine LKW-Verbindung mal hinbauen, dass wir die auch mal nutzen. Oder einfach so eine. Zwei Städte, die sehr nah aneinander sind, wie zum Beispiel hier oder hier, wo wir mal so Busverbindungen machen, dass wir auch mal was anderes haben, ne? Können wir gerne machen, ja. Kommen wir mal hier unten schauen, ist das sehr weit auseinander? Nö, das geht eigentlich. Zwischen Freistädt. Ja. Freistädt und Hüllkirchen. Hüllkirchen. Ja, du hast doch so viele Akzente, tu mal einen Akzent raus. Nee. Würde ich nie machen. Das haben die Hüllkirchener nicht verdient, ja? Hüllkirche. Ja. Gut. Das tut eine Gaudi. Ja, würde ich sagen, machen wir mal hier da so ein. Da fällt mir jetzt wieder was ein. Jugendfrei ist, lass mal lieber. Ist es nicht jugendfrei? Aber das heißt drum, ja. Oh, okay. Zentrum finde ich gut. Machen wir da weiter. Mhm. Richtung Hüllkirche. Genau. Wo so noch glatt an der Betonfabrik vorbei. Ist das nicht eine touristische Hochattraktion? Ein Traum, ja. Aber da, ich meine, da kommt man heutzutage auch. Ja, was heißt nicht? Es gibt viele Autobahnen, die an Betonfabriken vorbeiführen. Warum nur? Das weiß ich leider auch nicht. So. Wollen wir eigentlich unsere alten Autos behalten, so als Museumshistorie, oder meinst du, die nerven uns irgendwann nur im Depot? Wenn wir eins davon behalten, ist halt die Frage, weil die immer ganz oben sind. Das heißt, wir müssen immer runterscrollen, wo. Oder? Switchen die nicht runter? Boah, es ist echt lang her, wo ich das wieder gespielt habe. Aber, also zumindest, dass ich mich daran erinnere. Ja. Wir können ja mal einen von jedem drin lassen. Was hältst du davon? Einen? Okay. Also jetzt nicht extra noch welche kaufen, sondern von denen, die wir halt gekauft, auch im Einsatz hatten. Genau. Auf das Minus klicken? Hatte ich schon. Okay. Ich habe jetzt nur Angst, wenn ich jetzt den hier verkaufe, dass das generell nur einer ist. Wahrscheinlich, ja. Naja, weil die Zahl ist ja die, die hier steht. Also, du kannst es nicht sehen, aber ich klicke halt drauf und zeig drauf, da wo die 1 steht. Klick ruhig auf deinen Bildschirm. Wir haben alle was davon. Da stehe ich dir nichts nach, weißt du? Das ist so. Weißt du, heute hast du mich nicht nach der Uhrzeit gefragt, jetzt habe ich es prompt vergessen. Wie jetzt? Du hast vergessen auf die. Ich lass jetzt mal laufen und würde sagen, so in 20 Minuten gebe ich mal Bescheid. Okay, klingt gut. So richtig lang sind wir ja noch nicht dran. Nö. So, Freistädt. Das ist nochmal umbauen. Ja, ich dachte mir, man plant ein bisschen größer mal gleich von Anfang. Mhm. Weil hier können wir halt nichts dran bauen und ich würde ganz gerne schon noch die Erweiterung dazu nehmen, also Post und Kiosk. Mhm. Plus irgendwie fehlt dann auch noch die Reparatur. Wird immer teurer. Ja gut, aber ich meine, im Moment haben wir ja relativ. Da sind wir wieder. Ja, wir hatten ja eben schon einmal über das gute alte ICQ gesprochen. Nostalgisch.
sind wir geworden. Nostalgisch. Sowas von nostalgisch. Kennt's überhaupt noch jemand? Fahrzeuge ist explodiert. Die Krokodil. Apropos Krokodil, das erinnert mich völlig daran, dass wir eine Umfrage gemacht haben. Genau, umkehren die zwei, die sich gemeldet haben. Juhu! Bin mir nicht sicher, wer es war. Ne, es sind auch nur Likes abgegeben worden dafür. Also es steht nicht drin, okay, wer es gemacht hat. Selbst mit. Wir hätten euch jetzt genannt. Ich sag mal, selber schuld. Ja, aber beim letzten Mal waren es aber auch keine, die da. Ja. Sich gemeldet hatten. Aber ich glaube, wir brauchen so viele Busse, brauchen wir gar nicht, wie ich hier angegeben hatte, oder? Wie viel Kapazität haben die? Boah. Ja, darauf kommt es nicht an. 60. Okay, wie viel ist da monatlich? Weil, wenn du die ein paar hin und her schickst, kannst du ja schon, wenn zeitlich richtig getimt, nacheinander so schicken, dass da mehr fahren. Ja, ich schaue jetzt mal gerade ganz kurz. Die kommen ja, gerade ausgerechnet zum Monatsende an. Yay. Also Hüllkirchen 267, 207. Ja, wie viel hast du gekauft? 4, aber das reicht ja schon. Ja, aber ich habe jetzt erstmal nur 2 im Einsatz, weil ich habe Angst bei 4, weil hier unten sind, glaube ich, für Freistädt ein bisschen weniger. Ja, 276 auch. Gut, aber wenn du die rechtzeitig losschickst, dass die einen, wenn sie gerade angekommen sind, die anderen auf der anderen Seite losfahren. Das wird sich. Also du meinst, ich soll sie in Hüllkirchen losschicken, sobald die anderen in Freistädt. Wieso sind die jetzt eigentlich so weit auseinander? Ich sag jetzt mal so, weil die für 4 Busse am besten geeignetste Abdeckung. Weil die gerade immer zeitgleich mehr oder weniger die. Weißt du? Ja. Und dann tauscht sich dann immer gleich wieder aus. Wenn die auf so der anderen Seite ankommen. Also im Optimalfall natürlich. Ob das zeitlich so hundertprozentig passt, hat sich bei mir immer ein bisschen durcheinander gemickt. Aber, ja. Gibt übrigens 1000 neue Fahrzeuge. Also Schiffe eigentlich. Ja, habe ich gesehen. Alexandra. Konnte ich kurz lesen, ja. Genau, es gibt aber mehr insgesamt schon. Oh, gibt sogar reichlich viel sogar. Ich finde, wir haben die Titanic völlig verpasst. Warum haben wir denn keine Titanic gebaut? Nein, wir sind viel zu spät dran für eine Titanic. Ja. Um dort zu sein, fast 25 Jahre. Vor allem, dass du die Titanic kaufen kannst, finde ich ja schon so ein bisschen. Naja. Weißt du? Ich hätte dann noch so ein cooles Event gefunden, wenn sie dann wieder aus dem Programm genommen hätten. In dem Jahr oder so. Im selben Jahr, wo sie erscheinen, ne? Was hätte ich persönlich cool gefunden? Dann Hut ab. Ja, gut, wäre ein Millionenverlust gewesen, weil ein so ein Ding kostet mal eben schlappe 8,8 Millionen, wenn ich das richtig sehe hier. Was wäre definitiv dann wert gewesen, sie zu kaufen, weil dann wäre sie ja quasi ein Unikat. Komm, weißt du was, bevor sie verschwindet hier, wir haben jetzt eine davon. Und die restlichen können wir, glaube ich, gerade erst neu, also die sind noch nicht so. Wir werden sie zwar nie einsetzen, allein deshalb, damit sie nicht sinkt, ihr versteht, aber. Wir hoffen einfach mal, dass zwischen Vordermünde und was haben wir denn hier als nächsten Seehafen? Nichts. Salzsau. Kein ist Eisberg. Ist. Ort. Salzsau. Salza. Gute Jahre für die Bauern. Willst du? Kann ich, ja. Was den einen freut, ist des anderen leid. So ärgern sich die Konsumenten zwar über steigende Preise für landwirtschaftliche Produkte, die Bauern aber freuen sich, dass sie für ihre Produkte gute Preise erzielen. Auch den Port an sich freut dies, denn die Frachtpreise sind ebenfalls deutlich gestiegen und sollten 5 Jahre lang auf demselben Niveau bleiben. Juhu! Genau, ja. Ah, synchron jubeln. Ist ja auch schön. Hatte lange nicht mehr. Noch nie? Noch nie? Also nicht so wie gerade eben. Okay. Könnte ich nicht? Dann nicht. Dann okay. Sorry. Sollen wir eigentlich auch Post zwischen den beiden hin und her schicken? Ja. Da würde ich sagen, auch 4. Das hat sie bisher angeboten. Stehen da die Kapazitäten, da können wir es ja ein bisschen ablesen. Aber viel mehr würde ich nicht machen, sonst brauchen wir lang. Ja, nee, die nehmen auch nur 40 mit. Aber ich meine. Von Zeiten her, weil sonst gibt es wieder Stau an der Einfahrt vom Depot. Wird es, glaube ich, zwangsweise sowieso geben.
Ja, ich weiß. Das war auch immer das Problem, warum ich LKWs eigentlich, wenn es ging, irgendwie vermieden habe. Ja, nur ich dachte, man fördert damit ja auch ein bisschen den Ausbau der Stadt. So, bis wir hier unten mal irgendwann wirklich mit den Schienen angekommen sind, das wird ja wiederum ewig dauern. Und das Schöne einfach bei den LKW-Dingern ist halt, dass du die einfach wild hin und her bauen kannst. Da brauchst du keinen Gleisanschluss oder irgendwas. Ja, wir können ja leider, ich weiß gar nicht, ob wir das jemals erklärt haben, wir könnten zum Beispiel hier jetzt keinen Bahnhof bauen. Einfach mal so, dass wir einfach mal sagen, wir starten in Freistadt mal ein neues Gleissystem. Nein, wir müssen. Ich glaube, das haben wir am Anfang immer erklärt, weil wir. Haben wir? Okay. Irgendwie gebaut haben und dann ging es wieder weg oder so. Mhm. Oder? Falls nicht. Jetzt haben wir es getan. Wir das jetzt nach, oder haben wir es jetzt nachgeholt, genau. Genau. Jo. Ja, dann steht ein großes nächstes Thema an. Den Austausch der Bahn mal wieder. Mhm. Wie gesagt, die zwei haben sich ja gemeldet und für eine Bahn. Für was? Dago? 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 Dieses Geräusch kenne ich, das heißt Skype geht nicht. Ja, dann, liebe Freunde, wir hören und sehen uns gleich wieder. Aber das hätten sie ja vorwissen können. Ja. Kommen Sie jetzt zu Vodafone. Schon morgen kriegen Sie keine Verbindung mehr. Yay. Das sind, da müssen die sich aber die Tüte aufsetzen. Na gut, sei es drum. Wie lange hast du noch weitergemacht ohne mich? Ich habe 3, 4, 5 Mal nach dir gefragt. Und dann kam ein mir sehr bekanntes Skype-Geräusch. Ja. Oder was? Dieses. Ja, so ein und dann so ein Anwahlgeräusch. Jetzt kriege ich gar nicht hin. So. Wum, 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 wum. Wum, 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 wum. Irgendwie sowas. Ja, okay, ja. Ja, ja. Also ich bin jetzt bei 7,56 auf der Uhr. Ich lasse jetzt einfach, wenn wir loslegen, nochmal drücke ich weiter drauf. Ja, du siehst schon. Ja, sie bewegen sich auch. Sehr schön, dann nehme ich schon auf. Und damit herzlich willkommen zurück bei Transportgeek. Ich dachte, den kleinen Vodafone-Bash muss ich mit aufnehmen. So. Chatstorm. Genau, schickt gleich mal eure Dankes-Mail rüber. Ja. Nehmt meine gleich mit. Ja, kräftig hinten rein. Ja, LKWs, wir wollten jetzt die Züge umbauen, ne? Richtig, wir wollten uns für einen neuen Zug entscheiden, beziehungsweise haben diese eigentlich zwei. An euch weitergegeben. Ja, vielleicht haben wir zu wenig Aufmerksamkeit drauf gegeben, vielleicht war es auch zu wenig Zeit dieses Mal. Alles möglich. Alles ist möglich. Gut, aber das Ergebnis war 2:0 für den DEBE 94 in der Umfrage. Den neuen halt. Den neuen. Gut, der alte ist jetzt aber wirklich sehr alt. Der ist ja mittlerweile schon, ich weiß nicht, 20 Jahre im Dienst oder so. Also jetzt können wir es euch ja sagen, das war auch der, den wir vorgezogen hätten. Ja, gut, hatten wir, glaube ich, in der Umfrage schon so ein bisschen angedeutet. Minimal, aber trotzdem, ihr dürft trotzdem, wenn, das ist ja das Schöne an solchen Umfragen, deshalb weisen wir da auch immer schön drauf hin, wir haben unsere Meinung, aber wenn ihr uns überstimmt, machen wir das, was ihr wollt. Ja klar, haben wir ja auch beim Kohlekraftwerk im Aufschwung Ost so gehandhabt. Wir wollten es zwar, ja genau, beim ersten, wir wollten es zwar kostentechnisch, haben wir zwar gedacht, naja, reparieren ist 10-mal günstiger, aber ihr habt gesagt, okay, Umwelt zuliebe, wir reißen Kohlekraftwerk ab, haben wir getan. Gut, hat reichlich Milliarden gekostet, aber hey. Jetzt haben wir den Schlamassel. Jetzt haben wir den Spannungsbogen drin. Aber zurück zu, zurück zu diesem Spiel. Wie viel braucht man denn da? Hast du da einen Überblick? Oh, ich würde mal sagen, so mindestens 50 oder so. Ja, kauf mal 30 oder so, oder 40. 40. Fahrzeug explodiert, die Krokodil, die hat schon einen sehenswürdigen Abschied genommen. Ja, leider wurde die jetzt nochmal nachgekauft, aber sei es drum, das soll ja erstmal weiter funktionieren. Ja. Bevor wir die jetzt finden. Ja, ich frage mich auch einstellen, grade, was es war oder so. Ich frage mich auch gerade, ob es eigentlich wirklich mal eine einfachere Methode gibt. In diesem Spiel? Nein. Schön wär's auch, ne? Also du kannst höchstens dir das so auflisten, dass, aber es ist genauso kompliziert, finde ich, wie... Ja, aber so zu kriegen wir wenigstens... Na, hallo, wie geht denn das jetzt hier so? Also kriegen wir wenigstens jeden Zug und ich glaube, es geht ein Ticken schneller. Ja, also... aber wirklich, wirklich gut ist immer noch anders, aber keine Frage. Es...
Ja, irgendwie mussten sie es ja programmieren, vor allem ihnen da jetzt ein Trick-Ding draus zu drehen, so von wegen, hättet ihr auch anders machen können, ist jetzt eh viel zu spät. Ja, leider. Die Firma gibt's ja nicht mehr. Mhm. Da war das. Wir nehmen also einfach, wie es kommt. Genau. Ohne Wahl. Zumindest, also, es erspart uns dieses Gesuche. Haben wir jetzt die Linie schon? Wir müssen sie genau anklicken und. Oh Gott. Wie sind die jetzt hier klappbar? Naja, wenn es mehrere gibt, die von Freyach Ost nach Herwald Zentrum fahren, zum Beispiel, dann gibt's Klappmäßigkeiten. Dann sind es mehrere. Okay. Wahrscheinlich dann einmal Post, einmal. So hätte ich es gedacht. Genau, ja. Also sieht es ja auch ziemlich stark danach aus. Die Belastung geht, glaube ich, auch sehr stark nach unten, wenn ich das hier gerade sehe, über den ganzen Das Zug. War auch ein Grund, wo wir offscreen drüber gesprochen haben, dass die definitiv und auch während der Umfragen, Vorbereitung mehr oder weniger, dass der deutlich mehr mitnehmen kann. Und somit sich insgesamt Frage, günstiger wird. Aber erhöhen, da müssten wir jetzt wieder jede Stadt einzeln angucken. Das wird früher oder später aber auf uns zukommen. Die Frage ist nur, da könnt ihr uns gerne auch mal eure Meinung drüber schreiben, ob wir das einfach, naja, offscreen immer so ein bisschen ergänzen sollen immer, dass die, die wir jetzt schon gemacht haben, einfach offscreen gehen und die Züge, die wir neu machen, vielleicht immer mit euch zusammen. Wäre so eine Idee. Schreibt uns einfach mal eure Meinung vielleicht dazu rein. Genau. Wie wir es denn machen sollen, handhaben sollen. Das wäre so unser Vorschlag jetzt, dass wir das aufstocken, quasi immer ohne euch machen. Wenn ihr aber dabei sein wollt, ja, müsst ihr es uns nur sagen. So. So, das. Oder gerade sowas wie Züge tauschen. Wir können euch gerne daran teilhaben lassen. Aber es ist halt gerade auch ein bisschen. Also, ich suche jetzt mal eine spannendere Stelle, wo vielleicht ein bisschen mehr abgeht als hier. Ja. Nee, aber ich meine jetzt auch. Zumindest im Hintergrund ein bisschen was passiert. So, hier. Helmfurt 21 mit Hauptfirmenzentrale. Das ist auch eine gute Aussicht. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt einfach mal ein Thema aus und reden mal über ein Thema. Ja, mach doch. Während ich jetzt hier die gefühlten 2000 Züge update. Es ist bald Weihnachten. Es ist bald Weihnachten und seit gestern läuft ja auch unser super toller Community Adventskalender, gestartet vom lieben Lightcatcher. Also diejenigen von euch, die den Lightcatcher nicht kennen und jetzt hier das gerade sehen, schaut doch mal bei ihm vorbei. Wir sind dann in den nächsten Tagen auch dran. Irgendwann bis zum 24. bestimmt. Ja. Ja. Von dem her, schaut einfach mal rein, vor allem auch bei den anderen YouTubern. Das ist ein nettes Projekt, das wir da, genau, dass wir reingeraten sind. Ich glaube, gar nicht alle aufgezählt. Also Penetica ist dabei, Valvori ist dabei, Kenny ist dabei, du bist dabei, ich bin dabei, Penetica, Lightcatcher, Stromski, Kaibis. Guckt vielleicht einfach mal unten in die Videobeschreibung, weil da sind nämlich alle, stehen alle drin. Genau, aber jetzt nicht in dieser Videobeschreibung, sondern in der vom... Nein. Genau, aber da sind auch sämtliche Kanäle verlinkt, die mitmachen und so weiter. Also in jeder Folge oder in jedem Türchen, ja. Mhm. Auf jedem Kanal werden auch die Playlisten weitergeführt. Also nutzt es doch einfach mal jetzt über Weihnachten einfach mal reinzuschauen. Sind sicherlich nette Sachen mit dabei. Und wir, wie gesagt, werden auch noch das ein oder andere Video. Nö, eigentlich nur eins. Eigentlich eins, ja, wobei. Jeweils, aber wie gesagt. Schaut einfach mal rein. Jo. Es sind viele dabei, viele gute Freunde. Mhm. Und auch neue gute Bekannte. Genau, viele neue Bekanntschaften sind da auch bei entstanden. Mhm. Mit, ich denke mal, auch fruchtbaren LPTs für die Zukunft dabei. Nicht ausgeschlossen zumindest. Genau. Ja. Eins ist ja dabei schon mehr oder weniger entstanden. So. Stimmt. Von hier aus dann auch nochmal einen lieben Gruß an das liebe Wehrscharf. Genau, so. Von mir auch. Genau. Ja, aber was gibt's denn sonst noch, worüber mal so Weihnachten? Wir haben jetzt Weihnachtszeit, reden wir doch mal über Weihnachten. Wie feierst du denn Weihnachten? Oder wie feierst ihr denn zu Hause Weihnachten? Ja, schreibt's in die Kommentare. Ist das bei euch so ein privates Family-Ding oder feiert ihr vielleicht auch gar nicht Weihnachten? Soll es ja auch geben. Also, meinst du jetzt mich oder meinst du jetzt an die Community gerichtet? Sowohl als auch. Also, sowohl als auch. Und sie meine an Multitasking.
Ja, so bei mir ist das sehr familiär aufgezogen. Finde ich auch gut so. Weil ich bin auch irgendwie. Ach nee, bitte nicht noch ein neuer Zug. Ich bin doch gerade mit einem Drittel durch oder so. So, stimmt drüber ab, mein Quatsch. Ja, nee, komm, nee, der nimmt nicht annähernd so viel mehr. Alter, nimmt der viel Personal hier mit 1360 und 1080. Das könnte unser Personalzug sein, wobei, ja, ich. Ist unsere irgendwie besser, oder? Ja, das ist jetzt unser, den wir hier gekauft haben. Da Ja, meinte ich ja, meinte ich ich habe ja. übrigens schon 31, habe ich schon verballert. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade mal ein Drittel geschafft. Also. Ja, wir hätten auch 50 kaufen können, ich weiß. Okay, Aber ja, es war schon wirklich. du wolltest gerade erzählen, wie ihr Weihnachten feiert. Naja, wie wir feiern ist. Ja, gut, jetzt Es nicht gibt im. Essen, es gibt Ich jetzt. immer, also wenn ich bei meinen Eltern bin, es gibt immer einen Tannenbaum, es liegen immer die Geschenke unter dem Tannenbaum. Das Klassische, also meine Mutter ist da in ihrer Jugendzeit, ich bin ja auch in Amerika geboren, sie war da mehrere, ich weiß gar nicht, Jahre, nein, Jahre nicht, aber sehr lange zumindest. Und da ist unser Weihnachtsfest immer sehr amerikanisch, sehr großfamiliär und sehr, ich will jetzt nicht sagen, so amerikanisch kitschig aufgezogen, aber es geht schon tendenziell in diese Richtung. Okay. Also meine Mutter ist da, was das Hausdekorieren angeht, also, naja. Sieht's aus wie in einem amerikanischen Vorgarten, mehr oder weniger. Ja, also von der Girlande, die beidseitig das Geländer der Treppe runtergehen mit Kränzen und Lichtern hier und draußen vor dem Haus und Garten und jede Fensterbank und Halleluja. Aber ehrlich gesagt, mir gefällt's auch. Also wenn man damit groß wird, dann irgendwie, wenn das dann nicht so ist, dann vermisst man es auch wieder. Ja gut, das ist auch immer so ein bisschen, also ich erzähle natürlich gleich auch, wie wir dann Weihnachten feiern. Das war ja nicht nur Anu hier sich öffnen und dann Immer muss ich sage mich ich so, das hinhalten. war's. Tschüss. Nein. Ich finde aber auch, es ist so ein bisschen so, wie du aufwächst, so entweder du wehrst dich komplett dagegen, ja, oder du vermisst es, wenn du es so nicht hast. Die Ja. zwei Möglichkeiten gibt es, glaube ich. Bei mir ist es eigentlich auch immer so. Wir haben früher, haben wir immer, naja, klar, wo die Familie noch, ich sage jetzt mal, auch zusammen gewohnt hat, ja, war es ja auch noch einfacher oder relativ klar, wie man feiert, so familiär. Mein Vater ist Koch, ja, Ja. dementsprechend war Weihnachtsessen halt auch immer, nennen wir es mächtig, aber immer gut. Also ich habe es echt, ja, weil es ist eigentlich auch jedes Jahr, wenn wir zusammen feiern können, das ist auch echt, ja. Ein Traum, ja. Ich komme zwar immer wieder 10 Kilo mit 10 Kilo mehr zurück, aber was soll's, ja. Ja, aber nachdem meine Eltern beruflich viel unterwegs sind, gerade jetzt auch über die Weihnachtszeit teilweise jetzt, und auch meine Schwester sich sozial sehr engagiert, ist es immer schwierig zu feiern, ja, vor allem auch die Location zu finden, weil wir ja doch auch ein bisschen verstreut sind. Von dem her werden wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht komplett zusammenfahren. Wahrscheinlich gibt es eher so ein Geschwister-Weihnachtsfest. Auch mal was Neues wahrscheinlich. Ja, ist aber auch ganz gut. Aber so, ja. So Ne. prinzipiell, wir hatten halt nie so hundertprozentig extrem geschmückt. Wir hatten zwar immer schon so einen, ja, pompösen, in Anführungsstrichen, Weihnachtsbaum, schön geschmückt und alles. Meine Mutter hat auch viel von diesen so Weihnachtsschmuck teilweise selber gemacht oder so. Aber das war es mehr oder weniger auch. Ja, also dann halt so ein festliches Essen, danach dann Bescherung. Wenn man so schön sagt. Leuchtende Kinderaugen. Oh ja, das gibt da. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Hier ein Kindervideo von mir. Drei, vier, fünf, irgendwie so auf jeden Fall Vorschulzeitalter. Wo wir alle in der Stube zusammen saßen und ich da an dem Tannenbaum stehe und nur sage: Mensch, das dauert aber Okay, das heißt, da gibt es Video-Footage davon. Und ich Meine glaube, ich Eltern muss. sind, also ich glaube, ich wäre nicht YouTuber, wenn meine Eltern nicht so und meine Großeltern nicht schon selbst so extrem videogeil gewesen wären. Ja, von mir darf man fast gar nicht mehr sagen, gibt es, wenn dann, nur noch so V8-Aufnahmen. Bitte, was ist ein So. V8? Kennst du diese Projektoren, die drrrr Ach, machen? die ja Ja. schon, meinst du? Nee. Bewegt, aber ohne Bewegt. Ton. Keine
keine Ahnung, sagt also mir jetzt nichts. Es gibt ohne Ton, naja, also man hört schon einen Ton, es ist halt dieses permanente Drrrr-Geräusch von diesem, ja, läuft ähnlich wie Dias, nur halt, dass da eine komplette, nicht nur ein Einzelbild durchläuft, sondern quasi ein kompletter, der komplette Film. Okay. Aber gut, das wird den meisten wohl vermutlich nichts sagen. Aber da gibt es, soweit ich weiß, zumindest keine Weihnachtsaufnahmen von mir. Und zum Glück keinen Ton, wie gesagt. Aber ich wäre schon so gespannt, das mal von dir zu sehen. Aber gut, sei es drum. Gut, aber wenn ich so auf die Uhr blicke, müssen wir unser Weihnachtspalaber zumindest mal auf die nächste Folge weiter verschieben. Oder halt ein anderes Thema. Okay. Aber ihr dürft uns natürlich auch sehr gerne schreiben, wie ihr Weihnachten feiert. Ob ihr das jetzt in die Kommentare macht oder uns als PN, dürft ihr selber entscheiden. PN ist vielleicht ein bisschen einfacher, von der Länge her und so. Ja, vor allen Dingen, manche reden ja auch nicht gerne, ich sag mal, zu sehr über Privatleben. Ich meine, ich versuche mich da ja auch mal dezent zurückzuhalten bis zu gewissen... wo habe ich denn D-Log noch gehabt? Wo haben wir denn das Ding noch rumfahren gehabt? Gott. Alter Falter. Ich will es gar nicht wissen. Nein, aber ich kann es auch verstehen, wenn jemand nicht drüber reden will, aber mich würde es einfach interessieren, jetzt, ihr müsst auch nicht zu weit ausholen, so von wegen, wer dann alles kommt und überhaupt, sondern einfach so ein bisschen... Es kommt das und das, es gibt das und das zu essen. Ich weiß jetzt schon, was ich zum am besten, Sport welche Adresse noch, damit ich vorbeikommen kann, genau. Nein, so detailliert müsst ihr gar nicht, also einfach so, wie euer Weihnachtsfest so generell aussieht, ja, ob ihr mit der Familie feiert, ob ihr vielleicht auch gar nicht feiert. Einfach, ich bin neugierig. Tut mir leid. Das genau. Vielleicht auch einfach reinschreiben. Es gibt ja auch sogenannte, was ich dann, ich kann es verstehen, wenn es jemand überhaupt nicht mag, es gibt ja so Weihnachtsmuffel. Ja. Die mit Weihnachten so überhaupt nichts anfangen kann. Oder Leute, die dann sogar sagen, in der Weihnachtszeit, da fliege ich immer ganz weit weg von allem, was weihnachtlich ist. Gibt's ja auch. Mhm. Kann ich auch verstehen, manche mögen das nicht. Aber ich... bin eigentlich, also ich mag Weihnachten schon sehr, weil dieses familiäre Zusammensein und dieses, ja, irgendwie gibt das dem Jahr nochmal so einen gewissen Touch am Ende. Gut, aber ich würde sagen, an dieser Stelle jetzt nochmal Hummel, Hummel, Mors, Mors, macht jüdlich, Lüt, Folges zu Ende und du hast die letzten Worte. Ja, dann würde ich sagen, danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören auch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.